hier meldet sich das Olala und Solala Chemielabor. Natürlich bio-veganes Chemielabor. Ihr habt es ja neulich schon gesehen, ich habe ein Feuchtigkeitsgel, Hyaluronsäure und Aloe Vera selber gemacht. Ich bin total angespitzt und angefixt, weil diese Produkte, die ich so mache, einfach so toll sind. Es ist nicht aufwendig und man kann einfach selber bestimmen, was man für Inhaltsstoffe hat und man weiß ja auch selber viel besser. Ihr wisst ja, wie ist eure Haut gerade? Ist sie eher gereizt? Juckt sie ein bisschen? Und wenn ihr euch dann kleine Mengen an Cremes selber macht, dann seid ihr einfach total unabhängig und habt nicht irgendwelche Tiegel für viel Geld irgendwo rumstehen, die ihr dann gerade nicht nehmt, weil sie euch dann gerade doch zu trocken oder zu wenig Feuchtigkeit oder was auch immer spenden. Also ihr Lieben, heute möchte ich mit euch eine Lotion machen. Generell werden ja Cremes oder Lotionen aus Wasser und aus Öl zusammengesetzt. Malte Rusch, mein alter Chemielehrer, wenn er das jetzt gehört hätte, wie ich das gesagt hätte, ich glaube, ich hätte ihm die Tränen in die Augen gebracht. Also hier in unserem Chemielabor, wie fangen wir an? Ihr braucht nur ein paar Zutaten, extra Zutaten, wie später noch Wirkstoffe, könnt ihr immer noch in die Emulsion, die ihr fertig gemacht habt, einfügen. Da kommt natürlich bei uns später wieder unser Hyaluronsäure rein. Da freue ich mich schon sehr drauf. So. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe hier, ich arbeite mit zwei solchen Messbechern. Die sind im Ernst so, dass man sagt, die sind hitzebeständig auch, denn ihr müsst die auf die gleiche Temperatur bringen. Ich habe in dem einen Öl. Ihr könnt euch für ein Öl entscheiden, das ihr möchtet. Ich habe mich für Mandelöl entschieden. Das ist eure Ölbasis. In diese Ölbasis mache ich noch, denn jetzt wisst ihr ja, habe ich ja euch auch schon mal ein Video zu gemacht, pure Shea Butter. Die liebe ich einfach, die ist toll von der Konsistenz. Die kann man auch mal so auf sehr beanspruchte Haut stellen, wie zum Beispiel Ellenbogen oder trockene Knie oder so auftragen. Die kommt also noch in unsere Ölseite mit dazu. Und dann habe ich einen Emulgator, den kauft ihr euch. Auch ganz einfach, es gibt so, bei mir ist es so ein Kräuterladen, da kann man den einfach kaufen von La Vita. Und das ist ein Emulgator, der Wasser und Öl miteinander verbindet. Und je nachdem, wie hoch ihr den Anteil an Ölen oder an Wasser habt, wird es entweder eine Creme oder eine Lotion. Wir machen eine Lotion. Deshalb hier meine kleinen Emulgatorperlen tue ich jetzt hier in mein Öl mit rein. So, damit das alles schön warm wird, habe ich hier meine kleine Herdplatte und tue das schon mal in mein Wasserbad. Auf der anderen Seite macht ihr die gleiche Temperatur mit eurer größten Flüssigkeit, dem Wasser. Dazu nehmt ihr destilliertes Wasser. Das eignet sich natürlich für Kosmetik, denn ihr solltet im kosmetischen Bereich sehr, sehr hygienisch und sehr, sehr rein arbeiten, denn eure Haut ist ja eins eurer besten Güter und jeder ärgert sich über Pickel, kleine Bakterien, kleine Hautunreinheiten. So, und jetzt könnt ihr schauen. Also ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Hamamelis. Das ist auch Zaubernuss genannt. Das ist ein Destillat. Das ist, ich arbeite bei allen Cremes ohne Konservierungsstoffe, weil ich immer nur kleine Mengen mache und die kleinen Mengen eben auch dann im Kühlschrank halte. Und da mache ich jetzt auch einfach einen Schuss mit rein. Es ist heilend, es ist beruhigt die Haut, wenn ihr mal juckende Hautstellen habt oder sowas. Also ich habe jetzt beide Gläschen hier in meinem Wasserbad und erhitze die auf die gleiche Temperatur. Nochmal zum Hamamelis-Destillat dazu. Es ist antioxidativ, es beruhigt die Haut, es nimmt Juckreiz weg, es heilt die Haut auch, also wenn man zum Beispiel kleine raue Stellen hat oder so. Deshalb, ich mag das sehr, sehr gerne und habe das deshalb in meinen Wasseranteil gemacht. Ihr seht jetzt, der Emulgator und auch das Öl haben sich gut vereint, also haben sich die kleinen Perlen aufgelöst. Und jetzt gebe ich zum Schluss die Shea Butter dazu. Die mache ich nicht zu Anfang rein, weil die braucht nicht so viel Hitze. Die schmilzt sehr schnell und wir wollen ja die Inhaltsstoffe und die ganzen guten Zutaten, die Shea Butter uns pflegend bringt, nicht durch Hitze kaputt machen. So, die Shea Butter hat sich auch aufgelöst. Ich nehme meine Gläschen hier raus. Ihr seht, ihr bringt diese Flüssigkeiten nicht zum Kochen, sondern nur so, dass sie halt weich und werden und sich auflösen. Und jetzt fülle ich den Wasseranteil in meine Öllotion. Und jetzt fange ich an zu rühren. Ich habe es jetzt hier in einem kalten Wasser stehen, damit ich jetzt einfach rühren kann. Ihr könnt es euch ein bisschen leichter machen.
mit einem Ölschäumer. Und jetzt geht es darum, dass ihr diese zwei Komponenten miteinander richtig schön verrührt, runterrührt. Dadurch wird jetzt die Emulsion entstehen, also die Geschmeidigkeit und die Konsistenz unserer Lotion. Und dann muss es noch runtergekühlt werden über Nacht. So, das ist runtergekühlt und ihr seht jetzt auch schon diese Konsistenz. Es ist eine wunderbare Lotion geworden. Natürlich kühlt die immer noch ein bisschen mehr ab, aber jetzt ist sie schon so abgekühlt, dass ihr Wirkstoffe reinmachen könnt. Und ich habe mich jetzt in dem Fall entschieden, weil ich bin ein großer Hyaluronsäure-Fan. Das wisst ihr ja, Hyaluron ist ein körpereigener Stoff. Zum Beispiel unser Augapfel, habe ich ja schon mal erzählt, besteht daraus. Also das heißt, ich mache hier von dem Hyaluronpulver sparsam damit ein bisschen etwas in unsere Lotion. Und dann habe ich mich noch für Granatapfelextrakt entschieden. Beide Produkte habe ich bei Spinnrad bestellt. Das ist alles vegan, natürlich dann auch nicht an Tieren getestet. Und so habt ihr dann auch einfach eure perfekte Creme, die wirklich vegan ist, die wirklich dann auf eure Bedürfnisse oder halt ganz individuell auf euch abgestimmt ist. Das Granatapfelextrakt schützt die Zellen vor freien Radikalen. Da machen wir jetzt auch noch ein paar Tropfen rein. So. Damit haben wir jetzt also feinste Zutaten in einer sehr guten Emulsion. Jetzt rühren wir das nochmal durch und dann haben wir unsere Creme fertig. Wenn ihr euch diese Sachen einmal zugelegt habt, ist es natürlich vielleicht so ein bisschen eine Grundanlage als Investition. Aber ihr könnt damit Cremes, ihr könnt damit Lotionen machen, ob ihr die dann im Sommer benutzt und die gleichen Wirkstoffe habt, nur weniger dosiert, oder halt im Winter dann einfach die Basis so macht, dass ihr mehr Creme habt, also mehr Öl und weniger Wasser in euren Cremes drin habt. Das ist dann mit diesen Spielereien, hier mit eurem kleinen Quirl und mit diesen Gläsern, die ihr habt, schnell gemacht. So, die Grundanschaffung sind um die 40, 50 Euro und dann könnt ihr damit so viele tolle Sachen machen. Und ihr könnt es auch noch toll verschenken, wenn ihr jetzt noch eine beste Freundin habt, der ihr ein ganz tolles Creme-Produkt schenken möchtet, dann könnt ihr eure Creme einfach von hier, ich mache das so, aufziehen mit Spritzen. Und ich habe mir so eine kleine Lotionsflasche gekauft und da fülle ich die rein. Alle Informationen gibt es natürlich in der Infobox. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen so viel Spaß nur daran finden könnt, eure Cremes selber zu machen, damit so ein bisschen von der Industrie unabhängig seid, zu experimentieren und diese Freude daran empfindet, wie ich das habe, dann wird es euch nämlich richtig gut gehen, glaube ich. Ansonsten wünsche ich euch natürlich eine gute Zeit, wo immer ihr seid. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch. Probiert die Creme aus, schreibt mir rein, wie die eurer Haut bekommen ist. Ich habe schon einer Freundin von mir diese Creme gleich, als ich sie das erste Mal gemacht habe, zum Testen gegeben. Und die wartet jetzt ganz speziell schon auf das Video, weil sie nun endlich auch loslegen wollte und nicht mehr von mir abhängig sein wollte. Gut, ihr Lieben, also das war Olala und Solala. Ich fülle das noch schnell voll und dann bis bald, eure Andrea. So, man kann natürlich sagen, so kleine Spritzen sind für Anfänger, die großen sind für die Profis.